Der Werdegang ist eben der von der Schwester, die ich vorher erzählt habe, die sich das zum Jubiläum gewünscht hat. Und dann haben wir gemeinsam diese Erfahrung in der Schweiz gemacht. Das waren sehr, sehr, sehr intensive. Wenn jemand sich bei Zen-Meditation ein bisschen auskennt, weiß, was das heißt. Und dieser Leiter dort, der Pater Panschen, der hat uns dann ermutigt, ja, macht's doch weiter in Österreich, macht's doch was. Wenn jemand das kann, dann müsst ihr das machen. Im Kloster muss sowas anbieten. Und ungefähr in der gleichen Zeit haben wir auch in der Schweiz abgeschaut, das Fasten im Alltag. Und wir haben dann Meditationsseminare hier angeboten. Nicht mit Zen-Meditation, das dürfen wir so nicht nennen, weil das dürfen nur Zen-Meister anbieten. Wir haben halt unsere Art zu meditieren mit dem Fasten verbunden. Und das war damals, wie die Schwester Waltraude das in der Schweiz zum ersten Mal gemacht haben, haben alle gesagt, das spinnt ein bisschen. 12 Tage nichts essen, schweigen und einen Haufen zahlen. Gell? Aber im Laufe der Zeit hat sich das dann verändert und wir haben dann in Wernberg bei uns Fasten im Alltag einmal mit den Schwestern gemacht, dass sie wissen, was das ist und dass sie auch ein Verständnis für die Menschen haben, die da zu uns kommen. Und da haben wir beide, also diese 10 eine Woche schweigen, meditieren und fasten, einmal im Jahr und fasten im Alltag, auch zweimal im Jahr angeboten.